Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Das Wetter sieht nicht danach aus, aber wir haben bereits Ende Mai und es ist vieles schon an Ort und Stelle in den Beeten. Deshalb mache ich heute für euch einen großen Gartenrundgang im Mai, wo ich euch komplett den ganzen 750 Quadratmeter großen Tierheimgarten zeige. Viel Spaß beim Video und los geht's! Nach dem Jungpflanzenverkauf, den wir hier beim Tierheim hatten, wo übrigens 1000 Euro zusammengekommen sind fürs Tierheim, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die da waren, auch an Lukas von Freizeitgarten und Davis von Naschgarten YouTube. Die beiden waren hier, haben so ein bisschen auch selber was gefilmt. Ja, jetzt will ich euch aber nicht so viel davon erzählen, sondern erstmal hier zu den Beeten. Und ich stehe hier in dem ersten langen Beet. Die Beete sind ungefähr 25 Meter lang und 6 Meter breit. Hier haben wir zum Beispiel Freilandtomaten. Das sind 60 Stück. Also die erste Frage, die ich bekomme, ist, was mache ich mit so vielen Tomaten? Ja, wir haben hier beim Tierheim nicht nur einen Jungpflanzenverkauf, sondern auch einen Gemüseverkaufsstand. Und all das, was wir nicht für den Eigenbedarf, ja. Geiles Wetter, oder? Ja, all das, was wir nicht für den Eigenbedarf verwerten können, das bieten wir hier bei unserem Gemüseverkaufsstand an. Und dort können sich dann die Besucher beim Tierheim Link ja, ihr frisches Gemüse aus unserem Garten gegen eine kleine Spende mitnehmen. Andere Frage war, kann man Tomaten im Freiland überhaupt anbauen in den Beeten? Ich dachte, das geht nur in Kübeln oder im Gewächshaus. Ja, es gibt Freilandtomaten, man kann Tomaten im Freiland anbauen. Es gibt spezielle Sorten, die bei den Witterungen im Beet ja auch sehr lange aushalten. Natürlich ist ein Gewächshaus, eine Überdachung oder ein Kübel immer besser. Aber Tomaten funktionieren auch im Freiland. Ich habe da mal ein Video zu gemacht. Das findet ihr hier oben rechts in der Infoecke. Da könnt ihr jetzt draufklicken, wenn euch das Thema Tomatenanbauen im Freiland interessiert. Wichtig ist einfach, ihr braucht spezielle Sorten. Die halten länger, die sind ein bisschen resistenter. Aber ansonsten und grundsätzlich ist auch der Anbau im Freien möglich. Wir haben hier im letzten Jahr sehr viele Tomaten geerntet und das nur im Freiland. Da hatten wir noch nicht diesen Folientunnel, wir hatten das Gewächshaus noch nicht. Und da hatten wir nur 24 Tomaten im Freiland und es hat trotzdem ja, für eine gute Ernte gereicht. Also möglich ist alles. Wie lange es funktioniert, das liegt ja am Wetter. Dieses Jahr ist es ja nicht ganz so gut. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, aber wir hatten noch nicht wirklich viele Tage über 20 Grad. Wir haben nicht wirklich viel Sonne. Es ist eher so ein Aprilwetter mit viel Schauern. Und teilweise hatten wir auch Gewitter. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns einfach jetzt einmal hier in dem Beet um. Dann gehen wir zu diesem Beet. Dann schauen wir uns da vorne mal Tomatenhaus, die beiden Hochbeete an. Dann gehen wir da hinten zum dritten Beet. Das ist so unser Kohl- und Salatbeet. Dann schauen wir mal da ins Hochbeet. Dann schauen wir da zu diesem kleinen Streifen. Den haben wir dieses Jahr neu. Da wachsen auch sehr besondere Sachen. Dann gehen wir ins Foliengewächshaus und dann ins Glasgewächshaus. Und ich glaube, dann haben wir auch schon einen sehr, sehr langen Gartenrundgang gemacht. Und anfangen möchte ich aber bei diesem Beet. Jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage, was hat der denn hier für Tomaten? Und dann haben wir die unterschiedlichsten Sorten. Ich kann euch jetzt nicht alle nennen, aber ich blende euch mal ein paar hier vorne ein, damit ihr wisst, welche Tomaten so ungefähr bei uns im Garten wachsen. 60 Stück sind das und das sind natürlich die Sorten, die eher fürs Freiland geeignet sind oder die Tomaten, die wir nicht für so wichtig halten. Im Folientunnel und im Gewächshaus, da stehen unsere Premium-Sorten oder die Sorten, die auf jeden Fall ein Dach haben. Die Sorten, die wir unbedingt lange ernten wollen, denn eins ist sicher, im Gewächshaus, da kann man so viel länger und so viel mehr Tomaten ernten, einfach aufgrund der besseren Witterung. Aber auch hier, wie gesagt, ist es möglich und hier sind dann so die Tomaten hingekommen, die wir quasi am Ende nach dem Jungpflanzenverkauf und unseren Gewächshausbepflanzung über hatten. Sind jetzt keine Restetomaten, aber es sind noch sehr tolle Sorten dabei. Zum Beispiel die Michael Pollen, die Green Moldavian ist dabei. Die Ananas, die Dorenia, also auch einige Tomaten oder auch die Wild Currant oder nee, die Golden Currant, die Wildtomate, genau, die haben wir hier auch drin. Und die Wildtomaten, die halten im Freiland auch wirklich sehr lange. Ja, schauen wir mal in die andere Richtung, was haben wir hier? Wir haben jetzt zwei Reihen mit je 9 Paprikas, beziehungsweise da sind 9 Chilis und dann kommen hier nochmal 10 Paprikas. Dann sitze ich hier jetzt in dem Feld, wo wir Zucchini und Kürbisse haben. Ich sitze hier gerade in den Zucchinis, wir haben gelbe, gelbe Runde, grüne Runde, grüne gestreifte. Wir haben wirklich viele verschiedene Zucchinis und ja, ich bekomme immer viele Kommentare,
das ist kein Hobby, das ist kein Eigenbedarf. Ja, das stimmt auch. Wir haben hier beim Tierheim einen Gemüseverkaufsstand. Dort kommt all das überschüssige Gemüse, was wir von unseren Familien her nicht für den Eigenbedarf gebrauchen können, wird dann hier bei den Besuchern angeboten. Machen wir so ein bisschen Gemüse-Sharing und teilen unser Gemüse quasi hier mit den Tierheim-Besuchern. Und die lassen im Gegenzug dazu auch noch eine Spende fürs Tierheim hier. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Situation. Ja, hinter mir, da seht ihr dann zum Beispiel auch einige Melonen. Da haben wir eine Zuckermelone, eine Wassermelone. Dann haben wir da eine Zucchini und zwei Physalis. Ja, und wenn wir mal hier so drauf schauen, das ist unser Kürbisacker. Da haben wir Muskatkürbis, ganz viel Hokkaido-Kürbis, aber auch Spaghetti-Kürbis. Das sind so die wichtigsten Kürbisse, die wir im Garten haben. Ja, wenn wir dann mal hier weiterschauen, weitere Paprikas. Sehr oft die Paprika Lombardo, das ist somit unsere Lieblingspaprika. Hier haben wir dann einen Blühstreifen auf der einen Seite, genauso auch hinter uns auf der anderen Seite. Das zeige ich euch aber gleich. Ja, hier, das ist so ein bisschen mein Versuchsbeet. Und hier haben wir Sachen, die ich zum einen noch nicht im Garten hatte oder Sachen, die auch sehr schwer geklappt haben oder halt auch gar nicht. Hier haben wir zum Beispiel Spargelsalat. Komplett neu bei uns im Garten habe ich das Saatgut von Sperli mitgenommen und fand es einfach super. Und habe das dann jetzt hier mal ausprobiert. Wächst auch erstmal sehr gut. Ich hatte Spargelsalat noch nie im Garten, kann euch deswegen noch nicht allzu viel drüber erzählen. Aber wie der Anbau so abläuft, das zeige ich euch im Laufe des Jahres immer mal wieder. Ja, dann haben wir hier Pastinaken. Da hatte ich auch echt Glück. Ich habe von vielen gehört, ja, die musst du in Kamille einweichen, sonst wird das nichts mit der Keimung, sonst ist die sehr, sehr schlecht. Wir haben es einfach nochmal probiert und tatsächlich in diesem Jahr, ohne irgendwas an dem Saatgut zu verändern, einfach in die Reihen gestreut, wie zum Beispiel auch Möhren, haben wir die Pastinaken hier ausgestreut und es sind tatsächlich fast alle gekommen. Oder so wie es aussieht, sogar sehr, sehr viele auf jeden Fall. Dann haben wir hier Wurzelpetersilie, dann haben wir hier eine Reihe Flugsalat, den wird ja auch beim Tierheim sicherlich gerne abgenommen. Für die Kaninchen oder sonst nutze ich den auch sehr gerne für die Wellensittiche. Dahinter haben wir noch mehr Salat, Kopfsalat, Lolo Rossa, Schnittsalat, noch viele weitere Salate, die zeige ich euch aber gleich. Schauen wir mal hier rüber. Ja, auf diesem Stück, da sind meine Kartoffeln. 14 Reihen mit je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ungefähr 12 Pflanzen pro Reihe. Das ist ja schon sehr, sehr viel. Auch hier sind wir wieder weit über den Eigenbedarf hinaus. Aber auch die Kartoffeln, die teilen wir hier sehr gerne mit den Besuchern beim Tierheim. Wann sind wir mit den Kartoffeln angefangen? Ja, wir sind bereits Ende März angefangen und wir dämmen auch immer direkt an, damit wir danach nicht unbedingt mehr oft in dieses Beet müssen. Dann haben wir mit den Kartoffeln auch schon sehr früh Ruhe. Was hat das noch für einen Vorteil, wenn wir Ende März anfangen? Ist es noch ein bisschen kälter und die Kartoffeln sind durch die Dämme dann noch ein bisschen mehr geschützt. Zu früh ist es auf keinen Fall. Auch in der Landwirtschaft fangen die Kartoffelbauern ungefähr zu dieser Jahreszeit an. Da unsere Kartoffeln in diesem Jahr aber auch nicht vorgekeimt waren, waren die dementsprechend auch erst Ende April aus dem Damm hier draußen. Und so sind die Kartoffeln dann ja auch nicht wirklich oft dem Frost ausgesetzt gewesen. Gutes Wetter, ja, haben wir jetzt immer noch nicht. Aber die Kartoffeln, die kommen auch sehr gut mit dem kalten Regenwetter aus. Da gibt es sowieso ein paar Gewinner und Verlierer, wenn ich das mal kurz hier aufzähle, was so ein paar Gewinner sind. Kartoffeln profitieren bei dem Wetter wirklich super. Die Erbsen da vorne wachsen echt gut. Auch Kohl und Salate wachsen richtig gut. Dahinter uns Mais, Hirse und die Blühstreifen. Das Einzige, was so ein bisschen schlecht bei dem Wetter dasteht, sind natürlich die Paprikas, Tomaten, Gurken, Melonen und Zucchini. All das, was jetzt auch einfach mal diese Wärme gebrauchen kann. Ja, jetzt gehen wir mal weiter, schauen uns mal das nächste Beet an. Und da sind Gemüsezwiebeln. Viele schreiben mir immer, das klappt bei denen nicht. Wenn die aussäen, dann ist es meist sehr schnell so, dass die, ja, dass sie sehr dünn werden, sehr groß und beim Gießen zusammenknicken. Wie habe ich das gemacht? Das zeige ich euch auch mal eben. Ja, schauen wir uns die Gemüsezwiebel mal an. Sorte Exhibition habe ich bereits Ende Februar mit angefangen. Ist vielleicht sogar schon ein bisschen spät für Zwiebeln. Und dann habe ich die so schnell wie möglich, also wenn die gerade gegangen sind, die Zwiebeln, habe ich die direkt pikiert in sogenannte Multitopfplatten. Ich hatte hier eine Größe von 54er Multitopfplatten. Es geht aber auch die 104er Multitopfplatten, also diese Anzuchtplatten, wo man sehr viele Zwiebeln oder Kohl oder Salate auch drin vorziehen kann. Dann habe ich die bereits im März in unser Gewächshaus gestellt. Und das war wirklich die erste Kultur, die Zwiebeln, die im Gewächshaus stehen. Da fragen sich viele,
Ist das nicht zu kalt für die Zwiebeln? Nein. Steckzwiebeln werden ja auch sehr oft schon im Herbst gesteckt, sodass sie über den Winter auch im Freiland stehen. Und Zwiebeln sind Gewächse, die sehr, sehr frostresistent sind. Auch wenn wir im Folientunnel sowieso das Glück hatten, ab Anfang April keine einzige Minustemperatur mehr im Folientunnel gehabt zu haben, sind die Zwiebeln das auf jeden Fall gewohnt und können das auch sehr gut ab. Zwiebeln brauchen auf jeden Fall die Kälte. Ihr könnt die nicht mit Chilis oder Paprikas im Februar zu Hause im Keller anziehen. Das geht nicht, weil dann werden die Zwiebeln einfach viel zu dünn und lang. Jetzt könnt ihr es ja bei meinen sehen, die sind schon sehr, sehr kräftig geworden und am Anfang waren die auch nur ein kleines schwarzes Samenkorn. Das Wichtigste bei Zwiebeln also, direkt sehr schnell kühl stellen, in Multitopfplatten vereinzeln und einfach auch schon sehr früh damit anfangen. Dann machen wir hier mal wieder einen kleinen Schwenk. Und wir schwenken hier gerade über 6 Reihen Zuckererbsen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Zuckererbsen finden wir deutlich besser und deutlich intensiver als Markerbsen. Gerade wenn wir die frisch essen wollen oder auch wenn wir uns die in der Pfanne mit zum Beispiel Speck und Salz als kleinen Snack machen, sind die Zuckererbsen einfach viel, viel besser als die Markerbsen. Hier, was haben wir vorne? Wir haben jetzt zum Beispiel in der Reihe Borretsch, dahinter sitzt Tagetes. Da haben wir Kapuzinerkresse, also ein bisschen was fürs Auge. Dann haben wir Spinat, Radieschen. Hier kommen insgesamt 4 Reihen Möhren. Und dann haben wir hier eine ganz besondere Kultur. Hier hocke ich gerade in unserem Gemüsesoja. Gemüsesoja haben wir auch dieses Jahr das erste Mal dabei. Ich zeige euch immer mal wieder ein paar Nahaufnahmen hier von den Gemüsekulturen. Hier zum Beispiel der Gemüsesoja oder das Gemüsesoja. Weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall wächst auch das bei uns sehr gut. Wenn man sich die jetzt mal in der Nahaufnahme anschaut, ich finde das untere Blatt hier, das sieht wirklich so aus wie so eine Gurke oder wie ein Kürbis. Und dann, wenn wir hier oben schauen, dann geht das so ein bisschen wie so eine Buschbohne oder Stangenbohne weiter. Gemüsesoja, Spargelsalat, Wurzelpetersilie, Pastinaken, das sind alles dieses Jahr Dinge, die ich tatsächlich noch nie im Garten hatte. Und es macht mir immer wieder Spaß, neue Sachen im Garten auszuprobieren, wie jetzt in diesem Jahr zum Beispiel Gemüsesoja. Hier haben wir dann Lauchzwiebeln und dazwischen kommt dann noch eine Reihe Pak Choi und dann jetzt auch schon weiter mit dem nächsten Blühstreifen. Ja, nach dem Blühstreifen kommt dann hier Kohl, dann haben wir weitere Kürbisse, da haben wir nochmal eine Reihe, zwei sogar Hirse, 3 Reihen Zuckererbsen, 2 Reihen Zucchini. Hier kommen unsere Buschbohnen und was ist das hier? Genau, da könnt ihr es in der Nahaufnahme sehen, sind Gurken. Am Rand haben wir hier Kapuzinerkresse, genauso wie auf diesem Beet am Rand Kapuzinerkresse. Ja, hier in dieser Ecke, dort haben wir direkt am Anfang vom Garten 2 Kübel stehen. Rechts von mir einmal 2 Thai-Chilis in einem Kübel, dann haben wir dort Kartoffeln im Kübel. Hinter mir, da liegen schon ganz viele Stangen, die werden wir gleich mal an den Tomaten befestigen. Das ist nämlich eine Frage, die ich euch gerade gar nicht beantwortet habe. Wie binde ich die ganzen Tomaten im Freiland an? Möglichst kostengünstig, nachhaltig und am liebsten auch noch ohne viel Aufwand. Und dann nehmen wir immer diese Stöcker. Niklas und ich, wir machen uns da immer schon Anfang des Jahres auf die Suche. Denn dann werden die ganzen Hecken, die Wallhecken und die ganzen, Zwischenreihen von Bäumen und Sträuchern an den Äckern beschnitten und dort suchen wir uns dann immer passende Sträucher bzw. so Äste. Ja, Haselnuss bietet sich auch sehr gut an. Die suchen wir uns dann raus. Wir haben jetzt hier hinter uns schon 30 Stück liegen. Uns fehlen leider dann noch 30 Stück für den Tomatenanbau hier im Freiland. Aber die kosten uns erstmal gar nichts. Die können wir sammeln, die können wir auch über mehrere Jahre verwenden und die sind sogar sehr stabil. Wir hatten das im letzten Jahr auch schon. Dort hatten wir die nur auf einer Höhe von 1,50 Meter. Das haben wir gemerkt, ist deutlich zu kurz. Deswegen haben wir uns die jetzt auf eine Länge von mindestens 1,80 geschnitten, damit die auch einiges halten. Die drücken wir dann ein wenig in den Boden und dann können wir mit 3 Tomatenclips, da gibt es zum Beispiel welche beim Sascha, YouTube-Kanal SelfBio, kennt ihr sicherlich. Der hat ja seinen eigenen Shop Burago. Dort gibt es auch so Tomatenclips, die haben wir hinten im Garten. Haus, die zeige ich euch gleich nochmal, dann demonstriere ich euch das hier einmal an einem Tomatenstab, wie wir das Ganze machen. Das ist sehr kostengünstig, denn ich glaube ein 100er Pack kostet bei SelfBio 9,50 Euro. Das ist echt nicht viel. Dort kommt man schon sehr weit mit. 3 Stück braucht man ungefähr pro Pflanze. Da reicht dann ein 100er Pack wahrscheinlich schon für die meisten Hobbygärtner aus. Und diese Stöcker sind kostenlos, also Tomaten anbinden für
ja, 10 Euro, bei uns jetzt für 30 Euro, das ist echt nicht viel. Wir gehen gleich mal in den Folientunnel und dann zeige ich euch auch nochmal, wie wir das sonst machen. Es gibt ja auch noch die Tomatenhaken-Methode, die nutzen sicherlich auch einige von euch. Die haben wir auch in unseren Gewächshäusern, weil wir da nicht so gerne gerade mit der Folie mit so Stäben rumhantieren. Dann hat man mal schnell ein Loch in der Folie und das wollen wir natürlich nicht. Hinter uns das Hochbeet, ja. Was soll ich dazu sagen? Es steht direkt am Wald. Wir haben hier sehr viele Wühlmäuse. Das meiste, was wir reinpflanzen, ist nach einigen Tagen abgeknabbert. Da hinten haben wir jetzt zwei Chilis überlebt, hier zwei Paprikas, hier noch eine Kapuzinerkresse. Ja, ansonsten bietet sich vielleicht Spinat an, den haben wir da vorne in dem Hochbeet. Ja, dann schaut mal hier unser Tomatenhaus, beziehungsweise es ist ja eher so ein Unterstand, aber es reicht schon aus, um die Tomaten vor Wasser von oben zu schützen. Da haben wir zum Beispiel eine Black Cherry und eine Indigo Cherry Drops drin. Ja, die Tomate daneben, die Blue Keys, ist leider von Schnecken abgefressen worden. Und dann haben wir vorne noch zwei Paprikas stehen. Ja, die Hochbeete, die bewähren sich bei uns in dieser Saison leider sehr wenig. Wir haben hier nämlich auch schon Radieschen drin, angefressen. Da sind jetzt zwei Erdnüsse drin, eine Paprika, ne, noch eine Paprika und zweimal die Paprika Kira, Spinat, Radieschen. Ja, all das. Es wächst mehr oder weniger in Ordnung, aber nicht wirklich gut. Da wächst es im Freiland schon besser. So, dann fangen wir mal an mit diesem Stück und hier stehen ganz besondere Schätze. Hier haben wir zum Beispiel dreimal Physalis, zweimal Süßkartoffeln, einmal Topinambur, dann haben wir hier siebenmal Wirsing, dann ganz viel Zuckermais, ganz viel Kolbenhirse, hier haben wir unsere Apfelbäume. Ja, wir haben hier außerhalb vom Garten Apfelbäume stehen, hier die ganze Reihe, da sind Johannisbeeren, Aroniabeeren und Himbeeren verteilt, insgesamt fast 20 Stück. Hier haben wir noch Pfirsich, Apfel, da vorne sogar eine Zwetschge. Dann haben wir hier eine Sauerkirsche. Und zum Schluss, was haben wir hier? Meine Instagram-Follower werden diesen Baum kennen, beziehungsweise auch dieses Schild, die Mirabelle, den nennt sie. Hier haben wir zum einen links von mir Gelbsenf als Gründüngung, da dieses Stück noch relativ neu ist, setzen wir eine Gründüngung an. Rechts von mir Phacelia, Bienenfreund, blüht lila. Links von mir Gelbsenf, blüht gelb. Ja, gelb und lila, schöne Kombi. Da hinten noch mit unseren Blühstreifen haben wir dann auch hier einiges im Garten für die Insekten und Bienen getan. So, und bevor wir jetzt wirklich hier jede Kultur in diesem Kohlbeet durchgehen, das sind nämlich echt einige, zeige ich euch die lieber in der Nahaufnahme und erzähle euch dann ein bisschen dazu. Wir fangen hier an mit Gemüsezwiebeln, dann haben wir Sellerie, Wirsing, Porree, Kopfsalat. Wir haben hier verschiedene Kohlarten, wie zum Beispiel Chinakohl, Blumenkohl, Brokkoli und Kohlrabi. Rotkohl haben wir auch dazwischen. Dann haben wir hier vorne Mangold, Radieschen. Dort sind viele Reihen Porree. Und das war es auch eigentlich schon. Hier haben wir jetzt nochmal 6 neue Porree gepflanzt. Es ist wirklich sehr, sehr viel. Gerade hier die Salate oder auch der Kohl. Da haben wir echt ein ganzes Beet mit voll bekommen. Ja, und so sieht das im Vorbeigehen aus. Schöner bunter Salat, viel Kohl, Sellerie, Porree. Das ist echt somit auch unser Lieblingsbeet, weil dort wirklich viele schöne und spannende Kulturen drauf sind. So, und was haben wir hier? 4 Reihen Flux-Salat, 2 Reihen Radieschen, vor mir direkt einige Erdbeeren. Hier unser Knoblauch, der wächst hier wirklich sehr gut. Viele würden sagen, ich mache Platzverschwendung, denn ich habe im Hochbeet und im Gewächshaus den Knoblauch und nicht wie jeder andere Hobbygärtner im Freiland. Ja, aber man sieht es auch wirklich, der Knoblauch wächst hier im Hochbeet und auch im Glasgewächshaus wirklich sehr gut. Das zeige ich euch gleich mal. Hier seht ihr dann noch 2 Reihen Möhren und in der Mitte nochmal Porree. Porree und Lochzwiebeln hat noch nie bei uns geklappt. Dieses Jahr wollen wir es wirklich wissen. Auch da könnt ihr den so ein bisschen im Hintergrund sehen. Porree, Lauchzwiebeln haben wir dieses Jahr viel angebaut, aber ist ja auch eine spannende Kultur und kann bis sehr weit auch in den Winter stehen, denn es ist offiziell auch ein Wintergemüse. Beziehungsweise es gibt einige Sorten, die man bis in den Winter ernten kann, gerade beim Porree. Ja, das was ihr da seht, das ist jetzt nicht so spannend, das ist so ein bisschen unser Beikrauthaufen. Dort schmeißen wir alle unsere Beikräuter, die wir aus den Beeten rausholen, hin. Daneben ist unser Grünschnittkompost. Ja, Rasenschnitt, Laub, all das, was so sehr schnell verrottet, was wir im nächsten Jahr wahrscheinlich schon nutzen können. Da das gleiche und auch dort hinten haben wir nochmal einen Kompost.
Ja, es gibt einige Sachen, die kommen nicht auf unseren Kompost. Riesensonnenblumen und Mais zum Beispiel wegen der Größe und der Dicke, weil die einfach sehr lange brauchen, um sich zu zersetzen. Aber auch Tomaten und Kartoffellaub, das kommt bei uns nicht auf den Kompost, denn Tomaten und Kartoffeln sind sehr Kraut- und Braunfäule anfällig und dort können andere Krankheiten sich einnisten. Und die bringen wir dann mit in den Kompost und so auch mit wieder in die Erde. Und das ist dann so, dass es einfach so ein bisschen die Resistenz gegen solche Krankheiten senkt und jedes Jahr ja eigentlich schon von gefühlt Anfang an Braunfäule an den Kartoffeln oder Tomaten ist. Und das wollen wir natürlich nicht. So, kommt rein ins Gewächshaus. Hier gibt es echt sehr, sehr viel zu sehen. Wir fangen da vorne schon mit echten Highlights an. Und zwar haben wir da vorne Pepino, zwei Erdnüsse, dann haben wir Tomaten, Black Cherry, Italian Drop, die Sunrise Bumblebee, dort haben wir eine Fleischtomate, eine Paprika-Kira, die Indigo Rosé, dort haben wir dann zweimal die Balkontomate, nein, ist es gar nicht, das ist die Tomate Harzfeuer, die Balkontomate steht hier vorne. Dann haben wir dort eine Zitronengurke, Sorte Lemon, Wassermelone, eine gelbe Tomate, eine Fleischtomate, eine San Marzano, Cherny Prinz und Berner Rose. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum sage ich gerade gelbe Tomaten und Fleischtomaten. Für den Jungpflanzenverkauf, da hatten wir das in diese Kategorien unterteilt. Roma-Tomaten, Fleischtomaten, gelbe Tomaten, Cherry-Tomaten und noch eine weitere, Cocktail-Tomaten, genau. Diese Tomaten werden bei den Besuchern einfach genommen. Die sagen jetzt zum Beispiel, ich gebe mir mal eine Berner Rose oder gebe mir eine Cherny Prinz, eine San Marzano. Beim Jungpflanzenverkauf ist es so, Vielfalt ist zwar eigentlich schön, aber beim Jungpflanzenverkauf sagen die ganzen Besucher hier beim TM auch nur, geben wir mal eine rote Tomate, geben wir eine Fleischtomate, eine kleine Tomate, nicht diese dicken. Und dort haben wir dann einfach all unsere Fleischtomaten, all unsere gelbe Tomaten immer gemischt und dort kommen dann ganz verschiedene gelbe Tomaten oder Fleischtomaten bei den Besuchern raus. Ja, was haben wir hier noch? Ich habe es schon auf Instagram mal erzählt. Ich bin angefangen mit dem Gärtnern, als ich 12 war. Dort habe ich mir mal viele Pflanzen aus dem Gartencenter geholt. In den letzten Jahren habe ich fast alles selber gezogen. Also wirklich bis auf einige Ausnahmen, wie zum Beispiel Melonen habe ich mir im letzten Jahr mal geholt oder auch eine Aubergine. Da habe ich eine von Kiepenkerl zugeschickt bekommen. Solche Sachen kamen bei mir mal im Garten, aber ich habe wirklich in den letzten Jahren fast nur noch selbst vorgezogen. In dieses Jahr haben wir uns wieder ein paar mehr professionell vorgezogene und veredelte Pflanzen aus dem Gartencenter geholt, um einfach mal vergleichen zu können. Schön und gut, dass Hobbygärtner alles selber aus Samen ziehen, aber selber mal so veredelte Pflanzen im großen Stil zu machen, ist natürlich auch schwer. Und da wollen wir einfach mal schauen, in diesem Jahr macht es wirklich einen Unterschied oder ist es letztendlich egal, ob man eine Tomate jetzt veredelt oder nicht. Wenn man die im Gewächshaus anbaut, sind die ja sowieso relativ geschützt. Ja, ich bin gespannt aufs Fazit. Als ich mit 12 angefangen bin, gab es für mich nur Gartencenter-Pflanzen. Dann in den letzten Jahren habe ich nur vorgezogen. Werde ich auch weiterhin immer so machen, aber ich bin mal echt gespannt, wie die selbst vorgezogenen Pflanzen von mir mit professionellen, veredelten Pflanzen mithalten können. Ganz hier vorne, da sehen wir zum Beispiel noch den Knoblauch, der steht bereits seit dem Herbst hier und der kann wahrscheinlich schon im Juni, Juli oder auch spätestens im August dann geerntet werden. So, wenn wir von hier nochmal auf den Garten schauen, sehen wir hier die Reihe Obstbäume. Da haben wir noch die Obstbäume. Zum Beispiel steht hier noch ein Pfirsich der Sorte South Heaven. Dort sind direkt die Katzen aus dem Freilaufgehege. Das hier sind sehr schüchterne Katzen, die sind hier beim Tierheim im Freilaufgehege. So, jetzt gehe ich mal im Folientunnel rein und die Frage von Lukas, Freizeitgarten. Vielleicht habt ihr sein Video gesehen, er war ja beim Jungpflanzenverkauf hier. Kann Felix hier überhaupt ordentlich drin stehen und arbeiten? Ist ja gar nicht so hoch. Ja, es ist gar nicht so hoch, das stimmt. Es ist 2 Meter und ich bin 1,93, 1,94. Ich kann, wenn ich gerade stehe, genau hier drunter herlaufen. Und das ist wirklich für mich eine super Größe. Höher braucht das eigentlich nicht sein, zumindest für mich nicht, für die Pflanzen wie Tomaten zum Beispiel vielleicht schon. Aber für mich reichen diese 2 Meter völlig aus. Ja, so eine Dimension vom Folientunnel, die wünscht man sich natürlich. Wir haben hier auf meiner rechten Seite haben wir 40 Paprikas, 20 Chilis und auf meiner linken Seite 30 Tomaten. Ich zeige euch die mal und erkläre euch mal kurz, was beim Gewächshausanbau dennoch bei Tomaten und auch bei Paprikas zu beachten ist.
Die Tomaten hier im Gewächshaus, die sind schon um einiges weiter. Das heißt, wir müssen uns bald darum bemühen, eine Befestigung für die Tomaten zu finden. Tomatenbefestigung, einmal an Stöckern und einmal an Tomatenhaken, das zeige ich euch ganz am Ende von diesem Video. Das heißt, wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall noch dran. Das zeige ich euch gleich. Ja, was ist wichtig beim Anbau von Tomaten im Gewächshaus? Uns ist sehr, sehr wichtig, dass wir einen Gießring machen, denn im Gewächshaus ist es sehr oft trocken. Und ihr könnt das vielleicht hier bei mir auch erkennen. Wir haben hier so ein bisschen so einen kleinen Damm, so einen Deich wirklich darum gemacht, damit sich das Wasser direkt an der Tomate sammelt. Dann gießen wir nur von unten in diesen Gießring. Das heißt, dass sich das Wasser in diesem Gießring sammelt und genau dann langsam absackt an die Wurzeln. So verschenken wir nicht so viel Wasser und das Wasser, was hier dran kommt, das kommt dann auch wirklich an den Pflanzen an. Wir haben den 23. Mai und die Tomaten haben sich schon von der Größe fast verdoppelt. Wir haben Schafwolldünger mit ins Pflanzenloch gegeben und dann werden wir in nächster Zeit auch zum Beispiel mit Brennnesseljauche, einem Flüssigdünger auf biologischer Basis nachdüngen. Wichtig ist auch jetzt schon mit dem Ausgeizen zu beginnen. Ich sehe es bei manchen Tomaten, da muss dringend schon ausgegeizt werden. Da haben wir schon einige Triebe, was wir direkt am Anfang gemacht haben. Beziehungsweise vor einigen Tagen jetzt, was am Anfang gemacht werden sollte. Wir haben hier schon einige Blätter liegen und ihr fragt euch wahrscheinlich, wo kommen die ganzen Blätter von den Tomaten her? Wir haben die Tomaten hier unten schon von ihren Blättern befreit. Das hat folgenden Grund. Unten ist am meisten Wasser, am meisten Feuchtigkeit und am meisten Nässe. Das ist Hauptgrund Nummer 1 für Kraut- und Braunfäule. Und auch im Gewächshaus oder im Folientunnel oder in, was weiß ich, für einem überdachten Überstand können Tomaten, Kraut- und Braunfäule oder andere Blattkrankheiten, Pilze und Viren bekommen. Deswegen ist es uns besonders wichtig, die unteren Blätter zu entfernen, damit sich keine Poren vom Boden auf das untere Blatt übertragen können. Dann meistens ist es so, dass die Kraut- und Braunfäule entweder von einer Pflanze auf die andere übertragen wird, weil die zu nah aneinander stehen, oder es geht wirklich von Boden wie ein Tannenbaum nach oben. Ja, und damit das nicht passiert, haben wir die unteren Blätter entfernt. Außerdem ist es so möglich, beim Gießen nicht immer direkt auf die Blätter zu kommen. So können wir die Tomaten trocken halten, denn das ist auch wirklich wichtig, immer nur von unten an die Tomaten gießen. So stehen unsere Tomaten relativ lange und ich denke, wir können auch in diesem Jahr wieder bis weit nach dem ersten Frost Tomaten ernten und das freut uns natürlich sehr. Wie beschriften wir hier die Tomaten? Das könnt ihr hier sehen. Wir benutzen einfach alte Paletten, beschriften die. Bevor wir die direkt verbrennen, können wir die also noch ein Jahr im Garten benutzen. Bezahlen wir auch nichts, außer vielleicht mal einmal in 3 Jahren ein Edding. Das ist dann allerdings auch nicht viel und dort schreiben wir dann die Sortennamen drauf. Im Garten muss nicht alles immer gekauft und teuer sein. Wir haben eigene Pflanzstäbe für 0 Euro. Wir haben Pflanzbeschriftung für 0 Euro. Da geben wir jetzt kein Geld für aus. So, hier ist jetzt ein bisschen eng für mich. Hier haben wir durch den ganzen Folientunnel von der einen Seite bis zur anderen Seite, also 10 Meter oben an diesen Stäben, ein Draht befestigt, beziehungsweise auch dieses Jutegarn. Hier können wir dann die Tomatenhaken einhängen. Und diese Tomatenhaken, die binden wir auf mit Jutegarn, ungefähr 2 Meter. So hoch werden die Tomaten dann ja auch hier. Und dann ist das Prinzip ganz einfach. Tomatenhaken hier oben reinhängen, Garn runter, ihr seht das hier, bis an die Tomate dran. Unten an der Tomate macht ihr einen Knoten an der Pflanze und dann bindet ihr dieses Jutegarn immer wieder um die Tomate drum und habt so Stabilität und eure Tomaten stehen. Ja, wo ich sie gerade hier an unserer Gartenhütte stehen sehe, 3 Stück haben wir davon. Diese Tomatenspiralstäbe, die werden viele von euch sicherlich auch kennen. Warum wir die nicht im Garten haben, ist ganz einfach. Stöcke sind nachhaltig und kosten 0 Euro. Diese Eisenstangen kosten 1,99 €. Wir haben über 120 Tomaten dieses Jahr im Garten. Hochgerechnet werden das 240 Euro für Stäbe. Da gehe ich lieber mal in den Wald und hole abgeholzte Stöcker. Die sind dann nicht nur günstiger, sondern auch noch nachhaltiger. Und dort können wir dann auch viel besser die Pflanzen drin anranken. Ich halte nicht viel von diesen Spiralstäben. Die sind zwar einfach aufgedreht, aber so wirklich hält das die Tomate auch nicht. Da braucht man dann trotzdem immer noch zusätzlich so einen Clip. Ja, Clips, die hole ich mal eben raus aus der Gartenhütte. So, dann kann ich euch die einmal zeigen. Das sind jetzt diese, die es bei Sascha im Shop gibt, bei Borago. Ganz einfaches Prinzip. Ihr seht die hier. Kann man dann die Tomate quasi mit, zack, an den Stab klinken.
Die gibt es natürlich auch noch von anderen Herstellern. Wir haben jetzt hier noch welche, die sind ein bisschen größer. Die gab es bei uns im Gartencenter. Die bewahren wir uns natürlich hier immer im Gartenschuppen auf. Und jetzt zeige ich euch mal, wie wir das Ganze dann in der Praxis machen. Leider fängt es nämlich auch immer wieder an zu regnen. Jetzt habe ich gerade mal Glück. Ja, seit einiger Zeit hier nur am Regnen. Für den Boden ganz gut, für die Natur ganz gut, aber natürlich brauchen wir jetzt auch Wärme, damit auch unsere Gemüsepflanzen wachsen. Der Stab hier ist dann ungefähr 2,10 Meter, das reicht auf jeden Fall aus. 10 cm wird dann in die Erde gedrückt, 2 Meter können die Tomaten da ranranken. Dann drehe ich euch mal um und zeige euch das hier. Wir gehen jetzt ungefähr ein paar Zentimeter mit dem Stock von der Pflanze weg. Denn wir wollen natürlich keine Wurzeln beschädigen und stecken den dann so ein bisschen schräg, dass er sich so über die Tomate beugt. Drücken ihn ein paar Zentimeter in die Erde, sodass er, dass er relativ stabil steht. Und dann nehmen wir hier diese Tomatenclips und befestigen die Tomate an der Pflanze. Andersrum. Befestigen die Tomate an dem Stab, nicht an der Pflanze. Das zeige ich euch jetzt nochmal in der Nahaufnahme. Ja, das war es jetzt auch schon von diesem YouTube-Video hier bei Felix Hobbygarten. Ich bin auch auf vielen anderen Plattformen vertreten und dort ist sicherlich noch mehr für euch dabei. Auf Spotify, da habe ich einen Podcast, den könnt ihr euch zum Beispiel bei der Autofahrt, also auf dem Weg zur Arbeit, ganz einfach anhören. Ihr müsst nicht aufs Handy schauen, könnt euch einfach mal ein bisschen Felix Hobbygarten auf die Ohren geben. Ja, dort rede ich sehr viel über den Garten, aber auch mehr über das Tierheimprojekt. Ja, wenn euch das interessiert, einfach mal biologisch bei Spotify eingeben. Dann kommt ihr zu meinem Podcast. Das ist so eine Frau mit einer Sonnenblume, dann seid ihr bei meinem Podcast richtig. Auf Instagram, da lade ich täglich kleine Clips, die es nicht alle hier ins Video schaffen, hoch. Viele tolle Bilder aus dem Garten, da seid ihr mal brandaktuell informiert. Hier auf YouTube natürlich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video von mir. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr noch in die Videobeschreibung schaut, dann dort gibt es die letzten Infos. Und dann verabschiede ich mich auch schon, ich muss nämlich noch ein bisschen gärtnern hier und dann sehen wir uns im nächsten YouTube-Video wieder oder vielleicht auf Instagram, Facebook, auf meiner Webseite oder im Podcast. Ja, Leute, das war's. Das Wetter wird langsam besser. Ich wünsche auch euch das beste Wetter, was man für den Hobbygarten haben kann. 25 Grad, nachts am besten Regen und nicht mehr den ganzen Tag nur Regen und kaltes Wetter. So, viel Erfolg beim Gärtnern. Bis demnächst, euer Felix und ciao. So, fertig gefilmt. Jetzt geht's weiter mit der Gartenarbeit.